Der Adventskranz am Kreisverkehr hat sich in den letzten Jahren ganz schön verändert. Mit der Zeit wurde er immer aufwendiger gestaltet. Am Samstagvormittag hat der Kur- und Verkehrsverein Scheidegg die Arbeit auf der Verkehrsinsel wieder mal aufgenommen. Machen wir jedes Jahr immer eine Woche vor dem Adventsmarkt, weil wir immer am ersten Adventswochenende unseren Weihnachtsmarkt haben. Und da kommt dann immer als erstes der Adventskranz dran, weil er mit halt am aufwendigsten ist und man braucht einfach Zeit dazu. Rund ein Dutzend Helfer kümmern sich um den Aufbau. Und die Anwohner kümmern sich um die Helfer und deren Wohlergehen. Schließlich muss der Flüssigkeitsverlust durch die Arbeit wieder wettgemacht werden. Ja. Ein Slivovitz. Nee, danke. Also gut, das Reise kriegen wir jedes Jahr vom Postferiendorf. Die haben einen Haufen Beim, wo jetzt ja zwei, drei, je nach Größe, einfach wegkommen. Die sind auch froh, dass das Reise geht entsorgen müssen, sondern uns bringen können. Und das andere Material, wie jetzt die Kerzen und Sterne und alles, das haben wir in unserem Marktstein gelagert über den Sommer. Wir haben so geschlossene Häusle und da liegt das alles drin. Beim Aufbau selbst sind die Aufgaben klar verteilt. Die Männer sind fürs Grobe zuständig, die Frauen kümmern sich um die Feinheiten. Ich finde das absolut geil. Ich bloß entschuldige, auch die Tagesgäste, die immer raufkommen vom See, die achten da schon immer drauf, was mit dem Kreisverkehr passiert. Und die täten da schon Sturm laufen, die Tage. Bin ich einfach der Meinung, weil er jetzt immer da war und sie warten zum Teil schon drauf, gell, bis es wieder da ist. Um den Stern auf der Spitze kümmert sich der Chef selbst. Weil die Goldfolie so empfindlich ist, kann das Holzskelett erst in luftiger Höhe verkleidet werden. Das Ergebnis jedenfalls kann sich sehen lassen.